weißt du, weswegen das alles nicht geht bei dir? Weil du Angst hast vor allem. Beispiel, deine Haut hat Angst vor Osmose. Aus Angst vor Schmerzen verleugnest du dich selbst am Telefon. Maske nicht da, Maske nicht zu sprechen. Maske versuchen sie es später nochmal. Ja, fand denn bitte schön. Ich schwöre hier vor allen Leuten im Shoppen in Stuttgart, ey, dein Penis klebt wegen Marmorkuchen bis in alle Ewigkeit. Also halt immer die Schnauze, du alter Nutter. Für mich bist du ein alter Nutter. Außerdem hast du dir Brüste auf den Rücken tätowiert. Lassen. Außerdem bist du für mich ein Krammeraffe. Und deswegen bekommst du jetzt von Mr. Viktor Marek links und rechts sogenannte Klammeraffen-Beat. Das wird dir nicht passen, das wird dir nicht gefallen. Du wirst dich trotzdem, ich zähle jetzt bis 12, das ist von Mr. Marek original Klammeraffen-Beat 12. Dein Lebensentwurf, prügeln, kochen und ornanieren, der greift nicht mehr. Ey, das schmeckt ihm nicht. Ey Leute, seht euch das an, das schmeckt ihm nicht. Pass mal auf, mein Freund, das wird mir auch nicht schmecken, ja? Aber ich sag dir eins, da ist noch lange nicht ein Ende in Sicht, ja? Ich sag nämlich jetzt nicht vor allen Leuten, du stinkst aus der Hüfte. Und zwar auf beiden Seiten. Auf der einen Seite stinkst du nach Tofu und auf der anderen Seite stinkst du nach Joghurt. Ja, das ist ja ekelhaft. Außerdem, ey, stell dich gerade hin, stell dich einmal in deinem ganzen Leben gerade hin und hör mir zu, was ich dir jetzt zu sagen habe. Dein Carport hat ein Loch und Viktor Marek geht dir jetzt in dieses Loch rein, ein paar Klammer auf dem Beat, die sich potenziert in diesem Loch, vor dem du dich da versteckst. Du versteckst dich nicht in einem Loch, du versteckst dich vor einem Loch. Das ist noch viel schlimmer. Du hast Angst vor allem. Du hast Angst vor Löchern, großen, kleinen, schwarzen, dunklen, jede Art von... Ey, Alter, lass mich hier nicht im Weg was du gestern im Freibad verschluckt hast. Auf der IAA in Frankfurt, da lachen schon die Aussteller über dich, weil du besoffen unterm Auto liegst mit einem Hund, mit so einem Wind-Poppenhund, weißt du, dein Hund hat Masern und er hustet die ganze Zeit von unten in mein Getriebe rein, das nervt dich, das kann ich nicht leiden. Würdest du bitte deinem Köter sagen, er soll aufhören, ständig in mein Getriebe rein zu husten. Außerdem, pass mal auf, ey, das Ding ganz runter. Ich möchte das in aller Klarheit einmal gesagt haben. Ich saß gestern mit deiner Wanderhode in einem kleinen indischen Restaurant. Da haben wir mal eine schöne Mangolassi zusammen gegessen. Und da hat deine Wanderhode zu mir gesagt, dass sie nicht mehr zurückkommen möchte zu dir, weil sie das irgendwie satt hat. Diesen ganzen Wahnsinn, dieses Psychospielchen im Bad. Der Wahnsinn in der Küche, Hodenbaden, alles dieser ganze Scheiß, weißt du? Diese Wanderhode hat zu mir gesagt, sie kommt nicht mehr zu dir zurück, weil sie jetzt bei mir in meiner Tasche wohnen will. Das hast du jetzt davon. Ich setz noch einen drauf, Alter, pass auf, ey. Das kommt noch schlimmer für dich. Wenn ich nicht größer wäre wie die Zunge von einem Waschbär, dann würde ich trotzdem durch das kleine Fenster von einem Penis in mich eindringen. Und dann würde ich mit einem Geflecht aus Bastmatten und Schoko spielen, mich hocharbeiten in deine Nase rein, nur bewaffnet mit einer Thermoskanne und einem Vorschlaghammer. Und dann würde ich erst eine Pause machen, eine richtig schöne Kaffeepause, weißt du? Dann würde ich da sitzen, Kaffee trinken, und dann würde ich meinen Bambushammer nehmen, und dann würde ich mir von innen, würde ich deine verdammte Nase ausrollen, damit du endlich mal wieder ein vernünftiges Passfoto machen kannst. Außerdem, dein Körper ist nur geliebt. Sicher bloß,
Sing es doch mal. Versuch doch mal in Tönen nachzudenken, dass ich gerade gesagt habe. Herr Maske, wo ist das Prinzip, zu dem hier genannt worden wird? Stehen Sie gerade und achten Sie darauf, was jetzt gleich passiert. Ich gebe das ja zu, ich habe einen Mann beleidigt, aber ich bin manchmal nicht zu entschuldigen. Ich sage euch eins, das könnt ihr auch sowieso euch merken für alle Ewigkeit. Erstens, ein Kompliment hält ungefähr 2 Wochen, eine Beleidigung hält ein Leben lang. Also respektiert die Macht der Worte und wählt sie mit Bedacht. Hey, Henry, du bist für mich einer der größten Boxer der Welt. Victor, schmeiß den Toast auf die Taube, Alter.